Und damit ein frohes neues Jahr 2017. Hallo Freunde der NRWBoy18 hier und wir sind zurück bei Metroid Prime 3 Corruption und wir spielen jetzt ein wenig weiter. In den letzten Tagen kam überhaupt nichts von mir, sorry dafür, aber wie gesagt, gesundheitlich geht es mir im Moment leider nicht so gut. Ich bin ab morgen im Krankenhaus, ich hoffe, dass es nicht stationär wird, das wird sich morgen rausstellen und ja, dann hoffe ich mal, dass ich dann bald wieder einigermaßen auf dem Damm bin. Gut, und das sollte jetzt nicht passieren, ich bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Das kommt davon, wenn man seine Mobiltelefone nicht ausschaltet, wenn man aufnimmt. Aber nun gut. So, also wir sind ja hier, um jetzt mal zurück zum Spiel zu kommen. Gespeichert haben wir. Wir gehen an Bord. Da haben wir ja den Berserker-Lord besiegt. Und müssen jetzt zu... Was? Aufsteigen? Ich kann auch aussteigen, wie geil. Müssen jetzt hier ein wenig interagieren. Ich denke mal hiermit. Bling. Zielort auswählen. Norion. Landebereich Alpha. Ach, ich bin hier oben. Ah, wir fahren jetzt... Na, natürlich, klar. Wir sollen jetzt runter auf dem Planeten Norion. Und wir fliegen zum Landebereich Alpha. Jetzt habe ich es wieder. Attacke. Stand to, Samus. Our situation doesn't look good. The pirate attack has knocked out our generators and disabled the planetary defense system. This cannon was our only weapon capable of taking out orbiting ships. We need you and the other hunters to get the generators back online and restore power to the cannon so we can repulse this assault. I'm uploading the generator coordinates to you now. Good hunting. Ei, ei, ei. Okay, da müssen wir hin. Das ist 1, das ist 2 und da ist 3. Setzen Sie Generator C in Betrieb. Und was ist mit A und B? Das machen dann meine Freunde, oder was? Wahrscheinlich so. Also was ich hier erstmal schön finde, ist, dass man hier eine ganz andere Range hat. Also man hat hier wesentlich mehr Kontakt mit anderen Leuten. Nicht einfach tote Bereiche, wo einfach irgendwas hingeschmissen wird und der Spieler muss gucken, wie er klarkommt. Nein, wir haben hier tatsächlich mehr Leute, mit denen wir interagieren können. Und das gefällt mir. Wo willst du hin? Und vor allen Dingen, dass hier auch irgendwie Action ist. Ich meine, ne? Das gefällt mir. Okay, das gefällt mir nicht. Aber ich wurde nicht getroffen. Aber ja, ich mach mit. Ich helf dir nur. Eieiei. So, und wir scannen natürlich wieder alles. Und wir sehen hier auch ihre Augen. Und sie zwinkert sogar. Multiple Typ 12 Abwehranlage Hydra. Zwei Schienen. Was? Schienenkanonen feuerbereit. Zielerfassung aktiv. Okay. Da haben wir schon. Was ist das? Sicherheitssystem aktiviert. Türsperre aktiv. Öffnen erfordert Energieimpuls durch Beschuss. Ja, das wissen wir ja. Was haben wir da? Sieht aus wie ein Schiff. Fregatte der, habe ich doch gesagt, der Greifklasse identifiziert. GFS Enkidu. Der größte Teil der Besatzung ist von Bord gegangen. Warum das denn? Da ist mein Schiff. Und du bewachst jetzt mein Schiff oder was? Das finde ich aber lieb von dir. Na gut. Ach so. Zack. Okay. Früher brauchte man dafür die
Die Super Missiles, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Finde ich erstmal so nicht schlecht. Was haben wir denn da? Erstmal was Rotes zum Scannen. GF-Datensatz NN088, Planet Norion. Weitere in der Datenbank. Ne, das kennen wir ja. Planet Norion. Trotz seiner Lage im Randgebiet der Föderation ist der Planet Norion von großer Bedeutung. Das Militär unterhält eine starke Präsenz in dem Sektor und die Basis auf Norion wird oftmals zur ersten Verteidigungslinie gegen Feinde, die außerhalb des föderierten Territoriums operieren. Ursprünglich ein unfruchtbarer Himmelskörper ohne jegliches Leben, wurde Norion durch ein hochentwickeltes Terraforming-Projekt, das von der Aurora-Einheit 486 konzipiert wurde, in eine robuste Waldwelt umgewandelt. Oha! Hat so ein bisschen was von Genesis aus Star Trek. Was haben wir da? Grapple-Lasso? Wie bitte? Soll das unser Grapple-Beam sein? Nee, ne. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist ja geil. So früh im Spiel. Wow. Eine silberne Hand. Erweiterung für... Erweiterung für Anzug erhalten. Grapple Lasso einsatzbereit. Zum Auswerfen muss ein Verankerungspunkt erfasst und das Nunchuk schnell nach vorn gekippt werden. Ah, nein. Zum Zerren an der Verbindung Nunchuk ruckartig zurückziehen. Eieiei. So ist ja Dateneintrag. Ja, ja. Oh nein. Und natürlich, Metroid-like, müssen wir das auch sofort einsetzen. 100 Pro. Aufzugssystem einsatzbereit. Inbetriebnahme des Aufzugs erfordert die direkte Interaktion. Das war mir schon klar. Steuerterminal bereit. Angrenzendes Türsystem. Zugang zum Aufzug erfordert Betätigung des Terminals. Wii-Fernbedienung wegziehen, drehen und wieder hin. Okay. Also... Das ist schon mal cool, weil man muss hier wesentlich mehr... Muss ich auch noch scannen. Wesentlich mehr machen. Also das ist schon mal gut. Nur das Problem ist, durch meine murkselige Steuerung hier manchmal, glaube ich, führt das im späteren Spielverlauf noch zu Problemen. Egal. Aufzugssystem einsatzbereit zum Start des Systems Hologramm berühren. Das kennen wir ja. So. Es geht nach oben. Da unten steht mein Schäfchen. Schäfchen, Schäfchen. Jetzt sehe ich mein Schäfchen nicht mehr. So weit Blödheit. Ah, da. Okay, sonst hier irgendwas? Ah, jetzt sieht man ihre Augen geil. Oh, guck mal, und sie guckt sogar. Jetzt blinzelt die. Wenn ich nach... Das ist gleich mit ihren Augen. Guckt euch das an. Je nachdem, wo ich hingucke, bewegt sie auch ihre Augen dahin. Das ist ja mal geil. Ja, und übrigens, ich habe jetzt die letzten drei Teile mir nochmal genauer angeschaut. Es tut mir leid, dass die Qualität hier im Video nicht ganz der sonstigen HD-Qualität entspricht. Das liegt ganz einfach daran... dass ich armer YouTuber nur eine ganz normale, popelige Wii habe und die Wii man nur, oder beziehungsweise nicht mit HDMI an den PC bekommt, sondern nämlich nur über Cinch in die, in meinen Capture Card und dann über USB zum Rechner. Aber ich habe es mir angeguckt, also man kann es sich anschauen. Natürlich hätte ich gerne lieber HD in der Wii U. Da könnte man dann mit HDMI arbeiten und dann wäre das natürlich dann auch Full HD. Aber ich armer, okay, das sind Weltraumpiraten. Ich armer Let's Player habe keine Wii U. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine Wii U, aber ich denke nicht, weil, ne? Kein Geld. So, was ist das? Kann ich hier noch irgendwas scannen? Wo geht's da hin? Ja. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich da runterfalle. Oh nein! Ah, das musste ja so kommen. Montierte Türpanzerung an Abdeckung lässt sich mit starkem Ruck aus der Verankerung reißen. Jetzt müssen wir ja noch alles kaputt machen. Okay, Nunchuk nach vorne kippen.
Ja, okay, das ist einfach. Das ist wirklich einfach. So mag ich das. Ach, herrje. Scan Matreed. Hat der Sven hier schon lustigerweise gesagt. Übrigens finde ich auch cool, dass du wieder dabei bist. Und natürlich der Björn, der darf natürlich nicht fehlen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Keine Lebenszeichen vorhanden. Soldat erlitt zahlreiche Verbrennungen durch Fason. Uiuiuiui. Was haben wir hier? Schutzabdeckung aktiviert. Fragile Verankerungen lassen sich eventuell durch einen starken Ruck beschädigen. War natürlich klar, dass wir jetzt hier alles mit dem Nunchuk hier machen müssen. Lüftungssystem ist verriegelt. Zum Öffnen der Luke muss eine manuelle Überbrückung erfolgen. Was haben wir da? Schallplatine beschädigt. Inbetriebnahme des Türsystems erfordert Schweißarbeiten? What the hell? Scan weist auf schwere Explosionsverletzungen hin, verursacht durch Energiegranate, meine Güte. Was seid ihr denn? Panzertür besteht aus reinem Juwin-Stahl. Steuerung außer Betrieb. Nein, du sollst. Hier, die hier. Ach so, das sind. Ach so! Ja. Moment, bevor ich jetzt aber jetzt hier weitergehe. Moment, dich scanne ich noch. Soldat ist verstorben. Tödliche Verwundungen infolge versehentlichen Beschusses durch eigene Verbände sind die bescheuert. Moment, jetzt will ich erstmal hier gucken. So, zack. Was haben wir da? Scan erfolgt. Sicherheitssystem in Kraft. Ausschalten der lokalen Feindpräsenz erforderlich, um Bedienung der Kontrollfelder neu zu ermöglichen. Was? Ich muss hier erst die Feinde ausschalten? Das ist ja mal ganz was Neues. Wo sind denn hier noch welche? Na, ich hätte nicht fragen sollen. Das ist jetzt. So, noch mehr? Ne. So, das müsste jetzt. Moment, was ist das? Nee. Okay, wenn ich schon mal hier bin. Ah, was ist das? Versorgungsschaltkreise B ist inaktiv. Zur Speisung des Schaltkreises muss der Generator gestartet werden. Das ist klar. Die Tür habe ich schon. Was haben wir hier? Versorgungsschaltkreis C ist inaktiv. Zur Speisung des Schaltkreises muss der Generator geschaltet. Naja. Okay. Was haben wir hier? Trümmerteile blockieren Passage. Teile lassen sich mit einem starken Ruck aus dem... Okay. Alles Grapple-Beam. Judi. Und da sehen wir es schon. So, war es das? Scheint so. So, aber bevor ich jetzt hier weitergehe, Moment, erstmal hinten gucken. Und hier haben wir. Moment. Kann ich das extra scannen? Nein. Das sieht auch hochinteressant aus, was dahinter sich verbirgt. Aber ja, Schweiß muss ich auch noch hier. Was haben wir da drin? Nichts. Schade. So, ah, guck mal, jetzt können wir es. Glaube ich, aktivieren. Lukensteuerungssystem einsatzbereit. Zur Bedienung muss manuell erfolgen. Okay. Nein, nicht. Ach, vor Angst zum. Wie groß der Ball ist hier. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo. Samus, bitte, leg doch mal die Hand drauf. Meine Güte. Tum. So, muss ich jetzt hier zuerst rein oder muss ich da drüben zuerst rein? Ups. Okay, war das gut, war das schlecht? Ich weiß es nicht. Kann ich die kaputt machen? Ja, die kann ich kaputt machen. Okay, ich muss hier dann wahrscheinlich durch. Okay, nee. No, so weit wollte ich eigentlich gar nicht. Komme ich hier wieder... Oh, ein Königreich für den Speedbooster. Speedbooster. Okay, hier strömt jetzt auch Luft. Da strömt Luft. So, und das wieder kaputt machen. Schwupp. Wieder kaputt machen. Was bist du denn? Okay, du bist nicht nett. Oh. Nein! Shit! Scheiße, getroffen. Nein! Missile-Container halten, sehr schön. Dafür hat es sich gelohnt.
Maximum, ja, ja, klar. Na komm. So, ist der jetzt weg? So, links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Moment, von... Ach, von hier kam ich doch, oder nicht? Ja, genau, von da kam ich. So, ich hoffe, hier habe ich jetzt nichts vergessen. Björn sagt mir, dass ich da nichts vergessen habe. So, was ist jetzt das hier mit dem Schweißen? Ich kann hier... Waffenerweiterung erforderlich. Na. Schweißen, wir können schweißen. Habe ich ja noch nie was von... Also auf jeden Fall geile neue Sachen, aber... Samus schweißt? Das ist ja mal lustig. Jo, was haben wir da? Schließbolzen B ohne Energie. Lokale Energie kann nicht umgeleitet werden. Zur Entriegelung muss Generator B aktiviert werden. Das ist, glaube ich, klar. Jetzt müssen wir die A auch noch. Schott des Kontrollturms bleibt verriegelt, bis sämtliche Generatoren wieder am Netz sind. Das ist C. Genau, ohne Energie. Und das ist A. Ohne Energie. Genau. So, vollständig gescannt. Jawohl. Da ist eine Tür, dann gehen wir durch die Tür. Ach je, was haben wir denn hier? Oh, ein Energietank. Energietank. Ja. Einfach so geschenkt. Wie geil ist das denn? Turbine speist lokale Sicherheits- und Lüftungssysteme. Das ist, glaube ich, heiß. Achtung, erhitzte Energiespulen liegen frei. Bei Kontakt drohen Verletzungen. Ja. Keine Sorge. Und das sieht ein bisschen aus wie für den, ich gucke jetzt nicht zum Bildschirm, für den Spider-Ball. Umwälzkanonen auf Automatik. Pumpenintervalle auf 5 Sekunden. Ach nee, ich nehme alles zurück. Es sah jetzt wirklich gerade so aus wie die Schienen für den Spider-Ball. Okay, dann müssen wir... Dorin. Energietank erhalten. Na, mein zweiter. Björn, direkt die Frage an dich. Wie viele Energietanks und wie viele Missiles gibt's hier in Metroid Prime 3? Kann ich nach vorne... Nein, ich kann auch nach vorne fallen. Das ist ja mal scheiße. Wow. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich das schaffe. Wow, geschafft. Wupp. Schön gemacht. Samus, ich bin stolz auf das. Jo, aber... Da ist... Okay. Alles scannen, alles scannen, alles scannen. Was macht denn hier so ekelhafte Geräusche? Oh, ich rette euch, ich rette euch, ich rette euch. Was kommt da, was kommt da? Oh nein. Ich war schon wieder nicht schnell genug. Hätte ich euch retten können? Och Mann. Moment, was ist das? Das ist aber für ein Spy. Versorgungsschaltkreis ist derzeit inaktiv. Zur Energieversorgung des Schaltkreises muss der Generator gestartet werden. Eieiei. Das weiß ich doch alles. Wow. Was war das? Was ist das? Mechanoid, Springmine, Personensprengkörper, springt nach Aktivierung empor und detoniert. Hervorragend. Hat mir auch noch keiner erzählt, warum kommt da dieses Metroid-Zeichen? Heißt das, dass ich gut war? Heißt das, dass ich schlecht war? Moment, das müsste Missile sein. Rote Türpanzerung ist unempfindlich gegen die meisten Waffensysteme. Explosionsstöße könnten die Panzerung beschädigen. Ja, sag ich doch. So wie in den anderen Teilen auch. Missile. Beschuss. Was haben wir hier? Geh auf! Hallo! Was ist das? Sieht aus wie ein Kartenterminal. Ja, genau. Berührendes Hologramm aktiviert. Übertragung der lokalen Daten. Ja, ja, ja. Sehr schön, sehr schön. GF-Datensatz GH673 Jäger Goa. Weitere Daten in Datenbank abgelegt. Danke. Bei diesem Jäger handelt es sich um einen Veteranen des Befreiungskrieges von Wotan. 6, 7.
Lediglich 6% seiner Körpermassen entstammen seinem ursprünglichen Organismus. Der Rest besteht aus modernsten kybernetischen Komponenten. Darth Vader. Trotz seiner Geschichte und seiner umfassenden kybernetischen Modifikationen ist dieser Jäger für sein ausgeprägtes Mitgefühl und besondere empathische Fähigkeiten bekannt. Gore ist eher zurückhaltend und sucht nach logischen Lösungen, gehört allerdings nicht zu den besonders erfahrenen Kämpfern. Laut Nachrichtendienst verfügt er sogar über einen gewissen Humor. Der Jäger ergreift oftmals Partei für Schwächere, Notleidende und Unterdrückte, indem er ohne Bezahlung arbeitet oder seine Prämie den Opfern seiner Zielperson stiftet. Gore kann seinen kybernetischen Körper mit größeren Mechanismen wie Kampfschiffen und anderen Fahrzeugen koppeln. Dadurch verändert sich Gores Persönlichkeit jedoch. Er wird erstaunlich aggressiv und gewaltbereit. Die Daten weisen auf enorme Fähigkeiten in Bezug auf Infiltration und Manipulation von Computersystemen hin. Es besteht eine hohe mechanische Empathie bei jeglicher Art von künstlicher Intelligenz. Ob das jetzt positiv oder negativ für mich? Da, blauer Eintrag. Eieiei, das hat irgendwas mit unseren Daten, mit unserer Datenbank zu tun. 100 Pro. GF-Datensatz G0202. Soll noch eine 0 sein oder soll es ein D sein oder GD? Ach, was weiß ich. Jägerin Gran... Was? Gran... Gandraja. Gran... Moment. Gandraida. Weitere Daten... Ja, ja. Bescheuerter Name schon wieder. Jägerin Gandraida. Ja, da. Lalalalum. Da Items 5 von 100 sehe ich gerade oben. Diese ursprüngliche Heimatwelt dieser Person ist unbekannt. Sie besitzt metamorphobe Fähigkeiten, die denen der Biomorphe auf der Jovia 12 ähneln. So ist sie imstande, Form und Fähigkeiten der meisten Lebewesen aufzunehmen, selbst wenn sie ihre Körpermasse beträchtlich übertreffen. Das ist also der Grund, das ist das kleine Mädchen, was wir da auf der GFS Olympics gesehen haben, die sich in uns verwandelt hat und damit einen kleinen Spaß gemacht hat. Ahaha. Die Scans geben keinen Aufschluss über das Alter der Jägerin. Psychologische Gutachten weisen jedoch viele typische Merkmale der Adoleszenz auf. Punkt. Informationen des Nachrichtendienstes deuten an, dass die Kopfgeldjagd für sie einen Sport gleicht, in dem sie voll und ganz aufgeht. Gandraida betrachtet die erfahrene Jägerin Samus Aran als ihre größte Konkurrentin und setzt alles daran, sie möglichst bald zu übertreffen. Oh. Nicht gut. Aber jetzt laden wir erstmal uns die Kartendaten. Freischwebendes Terminal. Die Kartendaten dieses Bereichs wurden heruntergeladen. Ich liebe diese Musik. Jo, was haben wir denn da? Muss ich mal. Ach, du liebes bisschen. Ach, wobei, so groß ist es ja gar nicht. Oh, Moment, da war ich nicht. Eieiei. Ach, da kam ich ja nicht rein. Ja, ja, zu diesem Aufzug kam ich nicht rein. Da zu den anderen beiden kam ich auch nicht rein. Das heißt, zu dem Turm komme ich nicht und zu dem Turm komme ich auch nicht. Das heißt... Ach, guck mal, da sind wir ja fast schon beim Turm. Hier sind die Kartendaten. Dadurch die rote. Speichern können wir nicht. Hervorragend. Na. Toll. So, Freunde, das soll es aber hier erstmal wieder gewesen sein. Ein schöner Punkt. Nein, noch nicht. Wir schauen uns noch den letzten Jäger an. Genau. GF-Datensatz RU902 Jäger Rundas. Das ist doch mal ein schöner, einfacher Name. Es handelt sich um einen Einwohner des Pyrges, einem der Monde des vorrangig für Eisbergbau bekannten Planeten BES3. Die Fertigkeiten der Pyrogisina, Eis zu erzeugen und zu manipulieren, sind Rundas bei seiner Karriere als Kopfgeldjäger von erheblichem Nutzen. Informationen des Geheimdienstes belegen, dass er ein begeisterter Jäger ist. Diese Passion geht somit, dass er Trophäen aller Zielpersonen aufbewahrt, die er fangen oder eliminieren konnte. Rundas ist stolz, anmaßend sowie arrogant und betrachtet sich als konkurrenzlos. Ach du liebe Zeit, mit welchen Leuten haben wir es hier zu tun? Das ist ja der Wahnsinn. So, Freunde, jetzt ist aber Feierabend hier. Wir sind im Kartenterminal hier angekommen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Macht es gut. Bis gleich im nächsten Teil. NRWY18. Adieu.